Nein! Hey, hey, verschwinde! Los, kusch! Morland. Er ist in Gefahr. Ich muss ihm. Nein! Nein! Ich muss seiner Stimme folgen. Morland sitzt auf der anderen Seite fest. Ich muss die Maschinen beseitigen. Nach Morland sehen. Warte, Morland! Ich helfe dir raus! Aloy! Beim Zahnrad, du lebst! Kannst du vielleicht einmal kurz Hand anlegen? Ja, ich bin noch dran. Das wird noch nützlich sein. Unglanz! Na dann. Wenn das die Kundenkritik für einen suboptimalen Flug ist, habe ich sie zur Kenntnis genommen und danke dir dafür. Jetzt das bitte weg von mir. Alles in Ordnung? Oh, ups. Als uns dieser Wirbel traf, brach alles auseinander. Ich weiß noch, wie wir fielen. Dann warst du weg. Schon gut, wir leben noch. Weißt du, was die Oseram-Luftfahrt angeht, sind wir Pioniere. Sie ist kein allzu beliebtes Forschungsgebiet. Kommst du alleine zurück ins Lager? Ah, das schaffe ich. Aber ich brauche den Brenner. Er fiel ab, als wir angegriffen wurden. Ich kann alles ersetzen. Außer ihm. Okay, dann los. Hast du eine Ahnung, was uns getroffen hat? Im Wirbel konnte ich es nicht gut erkennen. All das Kreischen und Blitzen? Bestimmt war es ein Sturmvogel. Ach, scheußliche Maschine. Wenigstens ist sie mit dem Sturm verschwunden. Ich habe das Gefühl, dass sie den Brenner bewacht oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Deswegen will ich mich mal lieber vorbereiten. Oh. Aloy, könntest du einen Weg hinüber suchen? Wir brauchen nur eine Brücke über den Spalt. Ich glaube, ich habe eine Brücke. Stehst neben einem Baum und sagst, wir brauchen eine Brücke. Effizient und effektiv. Du wärst eine gute Oseram. Ja, fehlende Ausrüstung. Schade. Ich dachte, da könnte man was machen. Das wird aber auf der Karte markiert, ne? Ja, okay. Ich sehe ihn. Der Brenner, er liegt direkt unter dem Sturmvogel. Oh, ja. Ich sollte keine Sicherheitsvorhersagen mehr machen. Es muss der sein, der uns runtergeholt hat. Wir müssen ihn töten, um den Brenner zu holen. Bereit? Bereiter geht's nicht. Achso, die können ja spammen.
Bin ja auch Aloy, du Lappen. Warum treffe ich den nicht? Danke. Das war knapp. Bei meinem Stahl. Oh, der Sturmvogel hatte es auf mich abgesehen. Oder ihm gefiel mein Ballon. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass der jetzt hinüber ist. Oh, komm schon, wirklich. Oh, komm schon, Spiel, wirklich. Molund, wo bist du? Es ist doch so broken. Gut. Kann man mal machen. Kann ich nicht irgendwie mit dem... Muss ich jetzt neu laden? Jetzt eigentlich keine Lust neu zu laden. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. Ich gehe mal ein bisschen weg. In Hoffnung, dass der despawnt. Ich fürchte, aber es wird nichts bringen. Naja. Nee, der Vogel ist immer noch da. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Versucht jetzt tatsächlich vor. Oh, komm schon. Ich renne da jetzt erstmal hin. Speicher und lad mal und dann gehe ich zurück.
Nichts anderes bleibt mir ja nicht übrig. Also Ladezeiten sind schnell. Ich habe doch manuell gespeichert. Ah, okay. War schon richtig. Gut, ich hoffe nur, ich habe das jetzt nicht gebackt. Ich muss den Scheiß neu machen. Das würde mich sehr ärgern. Aber sieht aus, als wenn der Vogel weg wäre. Gefunden. Ha, nur ein feiner Haares im Gehäuse. Das kann ich mit etwas Punktschweißen richten. Wenn sich nicht der Boden auftut und uns verschluckt, würde ich sagen, wir sind in Sicherheit. Du hast wieder dein Leben riskiert. Für mich und meine Träume. Ich wünschte, ich hätte Stemmos Worte, um dir zu danken. Du hast mich zum Bau eines neuen, verbesserten Ballons inspiriert. Eine Kombination aus Spektakel und Sicherheit. Oh, welche Ehre. Aber ich lasse Abaddon und Stemmo beim nächsten Flug den Vortritt. Wir sehen uns im Lager. Ich muss über so viel nachdenken, so viele Ideen ergründen. Auf ein Wiedersehen. Mögen deine Werkzeuge nie brechen und deine Fantasie niemals Grenzen finden. Leb wohl, Molland. Ja, super. Super, ich habe wieder Fähigkeiten. Wie kann ich die Fähigkeiten deaktivieren? Das würde mich mal interessieren. Speziellen Armschutz, um einen wiederaufladbaren Schadensabsorbierenden Energieschild zu halten. Schild lädt sich nach Verbrauch auch wieder auf, wenn noch Mut vorhanden ist. Okay. Verstehe. Wie kann ich die Fähigkeit wieder deaktivieren? Das ist das Problem. Das ist, ich habe bei Google gesucht. Leider nichts. Und das ist halt so ein bisschen schade. Dass sie das nicht eingebracht haben, dass man das wieder deaktivieren kann. Jo. So, bababam. Ja, die Dateien werden gerade ein bisschen größer, weil ich einen anderen Kopierer jetzt benutze.
Weiß ich halt nur nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil die Aufnahmen doch sehr groß werden. Qualitätsregulierungsmethode, ja gut. Verlustfrei wäre natürlich geil, aber. Ich habe vorhin Maschinenreiter gesehen. Ich darf nur darüber zu reden. Heilmittel und Tränke, um das Leben leichter zu machen. Ah, das interessiert mich alles nur vage. Ich habe auch mal einen Filter auf die Aufnahme gelegt, dass die nicht ganz so hell erscheint. Ich weiß halt nur nicht. Ja, ich hätte eigentlich beide Sachen zeitgleich machen können. Ich bin mir halt nur nicht ganz sicher, wie die Aufnahmen da so ein bisschen aussehen. Muss ich nochmal gucken. Dass da so komisch geleuchtet, klimpert. Wenn wir das Spiel irgendwas sagen. Ich bin jetzt an der unterirdischen Ruine. Ich glaube, hier bin ich richtig. Wo ist jetzt dieses Ding? Die Tür. Das hier muss das Ding sein. Man braucht wohl einen Code für diese Tür. Ich sollte mal an der Ruine gucken, ob ich etwas finden kann, das hilft. Sucht die Ruinen nach dem Code. Ich verstehe, dass ich nach Hause kommen soll und ich vermisse Jess auch, aber das hier muss ich persönlich erledigen. Unsere Konkurrenten können mit einem Anruf 100.000 Einheiten In-Vitro-Fleisch verkaufen. Du weißt, der einzige Weg, einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist über Beziehungen. Ich habe morgen noch 3 Termine. Bei den ersten beiden habe ich ein gutes Gefühl. Wenn nur einer davon gut läuft, können wir die Farm noch ein paar Jahre halten. Dieser eine Koch, der redet dauernd davon, dass man den Unterschied zu echtem Fleisch schmecken kann. Er sagt, es sei wie Homöopathie. Die Textur und die Zusammensetzung können gleich sein, aber man schmeckt die Bewegung des Lebens, was auch immer er damit meint. Es scheint sich zu verkaufen und in seinen Restaurants geben viele Holostars. Also nur noch ein paar Tage, okay? Das heißt, wer ein Risiko eingehen will, sollte nach Las Vegas kommen. Vielleicht holen wir morgen den Jackpot. Spurenwolke verstecken.
Will mal was gucken. Ja. Ist vielleicht ein bisschen blöd. Vegas-Zeitlinie. Nebenquests. Brenner 1D. Okay, es könnte... Tresor. Wir brauchen diese Vorräte. Er ist ganz in der Nähe. Ich kenne den Tunnel wie meine Westentasche, Mom. Ich arbeite hier. Ich habe genug Zeit. Daten beschädigt. Das hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Sie selbst mal gucken. Die Ruine geht da oben weiter. Mit dem Greifwurf sollte ich dort hochkommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe, aber okay. Shale, kann sich noch an den Kerl erinnern, der hier vorbeikam und gesagt hat, er sei Kyles Geschäftspartner und solle die Ornamente für die große Show abholen? Tja, das Pinkpack von den Dingern zeigt an, dass sie im Moment über den ganzen Südwesten verstreut sind. Kyle ist überzeugt davon, dass es eine Fehlfunktion ist. Noch. Aber wenn der Zeitpunkt der Show näher rückt, wird er ausflippen. Ich sage nichts, wenn du nichts sagst. Wie auch immer, er hat den Code für sein Büro geändert, also müssen die Reinigungsbots aktualisiert werden, damit sie nicht alle vor seiner Tür festfahren. Das ist der Code. 135, ja, der gleiche sechsstellige Code wie bei den Einladungen, die er verschickt hat. Nicht besonders kreativ, wenn du mich fragst. Einladungen. Dieses Ding ist also eigentlich ein Ornament. Ich habe noch eins in einer anderen Ruine gefunden. Doch es gibt wohl noch mehr. Und das sieht wie ein Teil eines Codes aus. Vielleicht für die Tür. Ich suche besser weiter. Vielleicht finde ich ja den Rest. Na. Dann. Eine Luke. Könnte in einen anderen Teil der Ruinen führen. Aber wie komme ich da ran? Ernsthaft. Na, also, es hat sich verhakt. So ein Schiebeding. Och nee. Ja. So, und ich muss... Da geht es durch.
aber erstmal muss ich hochkommen. Erstmal musst du hochkommen. Frage ist wo? Da. Kann ich auch bestimmt auch irgendwie einen Gleiter hinkriegen, meine ich. Lass mich raten. Ich komme da nicht mit dem Gleiter hin, aber ich muss die zwei Kisten aufeinander stellen. Kann ich mir bestimmt vorstellen. Mal gespannt. Na dann, auf. Oh, bin wieder draußen. Was ist hier oben sonst noch? Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Es wird um Antwort gebeten. Ja, Datum, ne? 739. Das andere war 135, ne? 739 und das andere. Die Ornamente für etwas, das Nacht der Lichter Feiertagsaktion heißt. Antwort wird gebeten, Fehlfunktion. Ja, aber. Komm schon, können die Dinger nicht da irgendwie drin sein? Hätte ich mir merken müssen. Ja, komm. Kriegen wir schon hin. Feiertage der alten Welt werden gefeiert, indem man Hologramme über Tage ändert. Aber wie? Der andere Teil des Codes ist auch hier. Jetzt sollte ich alles zum Öffnen der Tür haben. Na dann, super. Ugh!
Wollen wir mal. Och Mann, ich voll Idiot. Ne? Mir passiert aber wirklich jeder Schnitzer hier in dem Spiel. Aber nur hier so, komischerweise. Eigentlich total dumm. Auf der einen Seite hast du hier die letzte Nachricht. Das ist okay. Aber wo ist die andere Notiz? Warum ist sie nicht da bei der... Warum ist sie nicht da dabei? Ich habe nichts gesagt, okay. War schon richtig. Ups. Mein Fehler. Mein Fehler. Ich entschuldige mich und nehme meinen Gemecker zurück. Ich habe blöd geguckt. Okay. So. 7 3 9 1 3 5. Bin drin. Alles klar. Na, dann wieder zurück zu Stemmoor. Vielleicht finden wir heraus, wie das Ding funktioniert. Ja. Sammel das Ding. Wunderbar. Ja, ist jetzt doch länger geworden als gedacht. Aber das wollte ich noch fertig machen. Naja, zu Krämer gehen wir noch. Sieht eigentlich ganz okay aus. Das hier ist das Land der Freiheit. Wie können wir frei sein, wenn wir nicht mal unsere eigenen Autos fahren dürfen? Als Ihr Anwalt muss ich Sie daran erinnern, dass das Entfernen der autonomen Fahrvorrichtung dazu führen kann, dass der Punkt an diesem Fall ist, doch mein schönes klassisches Auto in seinem Originalzustand zurückzuversetzen. Das heißt, kein Roboter. Ja, aber in unseren Akten, das ist ein Stück Geschichte, amerikanische Geschichte von früher, als wir noch Dinge erschaffen haben, soll denn unsere ganze Geschichte verschwinden? Ich weiß nicht, ob das Gericht... Oh, ich weiß, das Gericht wird sagen, es ist nur ein Auto. Sicherheit geht vor, bla bla bla. Aber darum geht es jedoch nicht. Es geht darum, dieses Auto in seinen Original... Achso, ja, okay. Ja, wenn einem vorgeschrieben wird, dass man mit seinem eigenen Besitz zumacht. Ist halt schon... Hat er nicht ganz unrecht. Was ist denn Freiheit, wenn man das dann... Wenn man dann doch irgendwie nach Autonomie fungiert? Ich meine, klar, die eigene Freiheit hört da auf, wo die Sicherheit des anderen gefährdet wird. Durchaus, da bin ich dafür. Ne, weil auch der andere hat ein Recht auf Sicherheit. Die Frage ist halt allerdings nur, man sollte auch differenzieren, was man tut. Also denke ich. Zum Beispiel bei Autos ist es halt so, wenn ich das jetzt einfach nur zurückversetze, und damit nicht im Straßenverkehr teilnehme, sondern einfach nur auf privat so mache, ne? Dann würde ich sagen, ist das eine Sache, die ich durchaus für gut heiße. Da kann man dann schon mal sein Auto so ändern, wie man will. Wenn man nur sich selbst gefährdet, bin ich jetzt auch nicht unbedingt so der Typ dafür, der die Leute aufhält. Wenn man aber andere gefährdet dafür, dann sehe ich das schon. Ja, hier ist auch wieder viel zu viel. Klettern schön und gut, aber ich meine, komm schon.
So. Viel zu hell das Licht. Viel zu grell. Hier betritt man ein komplett neues Gebiet und dementsprechend wird es hier dann komplett neu geladen. Ich verstehe. Erstaunlich, dass du dich von deiner Werkbank. Ich habe gehört, dass morgen Stöberin der Tiefe. Die Nora kam zurück. Doch brachte sie Botschaft des Triumphs oder des Unglücks? Ich habe das Ding und es ist nicht das einzige, das ich fand. Hier. Der alte Wortschmied hielt mit glänzenden Augen und dankbarem Herzen den Gegenstand empor, der ihm entgangen war. Es ist Teil eines Satzes und heißt Ornament. Es könnten noch mehr in Ruinen jenseits der Wüste verstreut sein. Vielleicht kann ich sie aufspüren. So vertiefte sich das Geheimnis des Ornaments. Zu welchem Zweck waren die Schmuckstücke gefertigt? Für eine Nacht der Lichter-Feiertagsaktion. Die Alten feierten sowohl Feiertage, denke ich. Wie Feste? In der Art. Feiertage standen wohl für saisonale Ereignisse. So wie bei jedem Fest im Anrecht? Das Fest des ersten Fasses? Das Fest der Fermentation? Das Nur-Hopfenfest? Alles dreht sich um Bier, was? Das sollte mich nicht überraschen. Anscheinend konnten die Ornamente hier die Lichter über Tage ändern. Aber ich weiß nicht wie. Ich erkenne diese Markierung. Sie war auf einem Gerät, das wir ausgruben. Hier. Könnt ihr vielleicht die Lichter anschalten? Finden wir es raus. Welches soll ich zuerst probieren? Naja, wir haben ja... Hui. Ich will das hier sehen. Und der Wortschmied zog los, um den Ruinen dort oben neues Licht zu bringen. Das muss das Fest des Sichelmondes gewesen sein. Aber die haben doch nicht jeden Sichelmond gefeiert, oder doch? Bei der Schmiede, das wären viele Feste. Nicht schlecht. So, dann wollen wir mal. Komm, das machen wir. Wir machen sowieso im Endeffekt alles. Sag mir, falls du noch andere Ornamente findest. Ich frag mich, was für Feiertage die Alten feierten. Aloy, dieser alte Wortschmied ist immer... Und? Oh, St. Patrick's Day. Schalt mir das mal an. Auf Befehl unserer... Wieso bei der Schmiede feiern die Alten ein grünes Blatt? Das bringt Glück. Oder so. Ja, aber nur das Vierblättrige eigentlich. Schön. Super, freue ich mich. So, ich beende den Part, ne? Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.